Ich habe vorhin nach einer Geisterstadt gesucht, die ziemlich interessant für euch sein könnte, und ich bin auf Bodien, Kalifornien gestoßen, eine verlassene Goldgräberstadt. Und erstmal lese ich jetzt meinen Text vor, den ich allgemein über die Stadt sammeln konnte, so deren Verlauf und allem. Und danach kommen wir zu den ganzen Gruselgeschichten, die dort über die Stadt grasieren. Also die Stadt wurde benannt nach William S. Bode mit EY, nicht mit IE. Starb vermutlich bei einem Schneesturm und seine Familie nannte die Stadt Bode, weil sonst eine Verwechslungsgefahr bestehen könnte, dass man darunter Buddy, also Leiche, versteht. Und mit Morden, Überfällen und so weiter galt Bode als eine der wildesten und gesetzlosesten Städte im Westen. Im Tagebuch eines Mädchens stand sogar "Goodbye God, I'm going to Bode", weil sie mit ihren Eltern genau eben dorthin ziehen musste. Als die Minen keinen großen Erfolg mehr versprachen und die Goldpreise immens am Sinken waren, war es so gesehen schon vorbei mit Bode. Bis 1915 hatte Bode noch manche Einwohner, doch von 1910 bis 1920 sank die Zahl von knapp 700 Einwohnern auf 120 Einwohner, wenn man bedenkt, dass die Stadt sogar mal 10.000 Einwohner hat. Die letzte Zahl, die ich fand, war 1962 mit Stand 10 Einwohnern. Als im Jahr 1936 in Bode ein Großbrand stattfand, kamen hauptsächlich noch Arbeiter aus den Nachbarstädten, so für die Minen. Und ja, seit 1962 ist Bode auch ein State Park, also von den USA ein Natur- und denkmalgeschütztes Gebiet mit ca. 170 Häusern, die vom Großbrand verschont wurden. Dazu zählt eine Kirche, die Bode Methodist Church, eine Bank, eine Schule, eine Bar, sogar noch ein Laden und einige verschonte Wohnhäuser eben. Sowie sogar noch ein großes Minengebäude. Und südwestlich von Bode liegt dann noch das Masonic Cemetery, also der Friedhof von Bode. Und dort findet ihr auch noch irgendwo eine Tankstelle, nee, vom Friedhof, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht genau, müsst ihr selber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall findet ihr dort noch eine Tankstelle mit Zapfsäulen und sogar ein paar rostigen Autowracks. Und so viel finde ich noch ganz einfach im Internet. Und jetzt kommen wir auch mal zum gruseligen Part der Stadt, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, nach etwas längerer Recherche fand ich auch ein paar Seiten auf Englisch, wo ich halt auch ein bisschen übersetzen musste. Und ich lese euch jetzt einfach mal einen Eintrag vor, den ich hoffentlich realitätsgetreu übersetzt habe. Ich lag mit meinem Mann im Bett im unteren Zimmer und ich habe einen Druck auf mir gespürt, als wäre jemand auf mir. Ich fing an zu kämpfen. Ich kämpfte so hart, dass ich auf dem Boden landete. Es hat mir wirklich Angst gemacht. Ein Aufseher, der hier zuvor gelebt hat, Gary Walters, hat das gleiche erlebt, im selben Raum. Außer, dass er noch sah, wie die Tür aufging und er eine Präsenz fühlt. Zugleich auch noch eine Art Erstickung. So, und das heißt, dass in Bode potenziell eigentlich viele Haunted Houses stehen könnten und somit auch Bode ziemlich gut heimgesucht wird. Man spricht auch von einem sogenannten Curse of Bode, also dem Fluch von Bode. Ihr habt jetzt eine Geschichte gerade eben gehört und ich habe auch weitergesucht im Bereich des Internets, was ich so finden konnte eben. Und weil ich auf Deutsch leider kaum etwas finden konnte, musste ich mal wieder in meine Übersetzungsarbeit gehen. Und ja, ich habe was gefunden, ein paar Dinge. Im größten Wohngebäude, die John S. Cain Residence, soll es am meisten spuken. Es wird verfolgt von einer tragischen Vergangenheit und einer verschmähten Frau. John war ein wohlhabender Mann und hat in irgendeine chinesische Frau investiert, die halt eben sein Haus aufrechterhalten sollte und die Familie versorgen soll. Es stand jetzt nicht irgendwie drin, dass es eine Sklavin irgendwie war, aber auf jeden Fall war es halt, sag ich mal, glaube ich, in der Art eine Dienerin. Und Gerüchten zufolge hatte diese Frau dann eine Affäre mit diesem John und das brachte sie dann dazu, dass sie ihren Job verlor und die Einwohner von Bode sie ausstießen. Und ja, im Umkehrschluss hat sie sich dann umgebracht und seitdem sagt man, dass ihr Geist das Anwesen eingenommen hätte. Es wird von Poltergeist-Aktivitäten berichtet und man habe sie wohl auch schon an den Fenstern gesehen. Leute, die in dem Anwesen drin waren, wurden sogar teilweise physisch von einer Präsenz, von einer unsichtbaren Präsenz angegriffen. Das ist aber nicht das einzige heimgesuchte Gebäude in Bode. The Gregory House soll von einer alten, unbekannten Dame heimgesucht werden. Sie wurde um das Haus herum schon gesichtet. Dem alten Mendocini-Haus wird auch einiges an paranormalen Aktivitäten nachgesagt. Zuvor lebte darin eine Familie. Es wird berichtet, dass manche von dort lachen oder die Kinder spielen hörten. Der Aufseher, der dort lebt, berichtet von den Seelen, die Kinder, die dort noch verweilen und ja, sie spielen auch anscheinend ein paar Streiche und wie zum Beispiel, dass auch mal eine Bettdecke runtergezogen wurde. Es soll auch manchmal nach italienischem Essen riechen. Es gibt auch sogenannte Haunted Mines in Bode. Immerhin war es ja auch mal eine Goldgräberstadt und die Minen sind aus Sicherheitsgründen für die Allgemeinheit geschlossen. Manche sagen, dass dort noch Seelen gefangen sind. Die Aufseher von dort erzählten von Schreien und Stimmen. Bode hat, wie schon erwähnt, auch einen Friedhof. Und genau eben dieser Friedhof wird anscheinend auch nicht von Geistererscheinungen verschont. Man sagt zum Beispiel, dass die junge Evelyn Myers im Bereich um ihr engelsförmigen Grabstein spukt. Ihr Geist wurde von vielen Kindern gesehen, die gesagt haben, dass ein kleines Mädchen mit ihnen spielen will. Ich frage mich jetzt, ist Bode wirklich verflucht?
Meiner Meinung nach ist John S. Keynes Residence für mich bis jetzt der gruseligste Ort in Bodie von den Erzählungen her. Was denkt ihr? Stimmt bei der Infocard ab und bei 200.000 Abonnenten werde ich selber nach Bodie gehen. Klar. Also, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr gegrüßt werden wollt im nächsten Geisterstadt-Video von mir. Und merkt euch, ihr seid nie allein.